Als sich das Blatt zugunsten des 9. Korps auf der rechten der konföderierten Einheiten wendete, sahen die Südstaatler eine Staubwolke aus der Richtung von Harbors Ferry näher kommen. In dem Glauben, dass es weitere Verstärkungen der Bundestruppen aufgrund der erkennbaren blauen Uniformen wären, dachten die Konföderierten bereits, dass nun alles verloren wäre. Doch zu ihrem Erstaunen wehte das Schlachtenkreuz der Rebellen über den herannahenden Kolonnen. Somit wurde klar, dass es sich bei den Einheiten um konföderierte Verstärkungen unter AP Hill handelte. Die 18. North Carolina und der Rest von AP Hills leichter Division waren von höchstem Kampfgeist erfüllt, als sie in die Schlacht stürmten. General Hill vergeudete keine Zeit, seine Männer in Formation zu bringen, sondern schmetterte seine Einheiten sofort in die linke Flanke der Bundesarmee. Es gelang ihm, die US-Einheiten vom Schlachtfeld zu vertreiben und wehrte somit ein totales Desaster von General Lees Armee ab. Die 18. North Carolina, vormals die 8. Volunteers, auch bekannt als die Bloody 18th, wurde in Camp Wyatt nahe Carolina Beach, North Carolina, im Juli 1861 aufgestellt. Die Männer kamen aus Wilmington und den Countys Robeson, New Hanover, Bladen, Columbus und Richmond. Das Regiment rückte zunächst nach South Carolina aus und im Frühling des Jahres 1862 marschierte es nach Virginia hinein. Als die 18er Virginia erreichten, wurden sie einer Brigade, bestehend aus weiteren Regimentern Tar Heels, namentlich der 7., 28., 33. und 37. North Carolina angeschlossen. Brigadegeneral Lawrence O'Brien Branch führte das Kommando über den Verband. Ihre Feuertaufe erhielt die 18. in der Schlacht bei Hanover Courthouse. Das Regiment war an den Kampfhandlungen während der 7-Tage-Schlacht sowie dem North Virginia-Feldzug beteiligt und zeigte seinen Wert vor allem in der Schlacht von Cedar Mountain. Nachdem Pope aus Virginia vertrieben war, folgte das Regiment General Jackson und AP Hill in den Feldzug um Maryland. Lieutenant Colonel Thomas J. Purdy führte das Regiment während des Maryland-Feldzuges an. Es war der Brigade von Lawrence O'Brien Branch in General Ambrose Powell Hills leichter Division angeschlossen. Das Regiment war an der Belagerung der Garnison in Harpers Ferry beteiligt. Nach heftigem Bombardement auf die Stadt attackierten die Tar Heels die Unionisten auf den Bolivar Heights und konnten sie von den Höhenzügen in Richtung der Stadt vertreiben. Mit der Sicherung dieser Stellung hielt Jackson alle Erhebungen um die Stadt und konnte mit einem weiteren Bombardement die Kapitulation der Unionstruppen erzwingen. Durch die Aufgabe der Garnison standen der 18. North Carolina die Depots von Harpers Ferry offen und es bot sich die Möglichkeit, neue Ausrüstung zu akquirieren. Ihre alten Glattlaufmusketen konnten durch neueste Waffen ersetzt werden. Auch abgetragene Kleider und Schuhe konnten durch neue Bundesuniformen ersetzt werden und die eingelagerten Vorräte trugen zur Stärkung der Soldaten bei. Mit gefüllten Bäuchen ging die Abwicklung der erbeuteten 13.000 Handfeuerwaffen und 73 Geschütze rasch vonstatten. Bei der Kapitulation von Harpers Ferry ergab sich die größte Anzahl von US-Truppen während des gesamten Bürgerkrieges. Doch der Jubel über den Sieg endete jäh. Lee sandte dringende Botschaft zu AP Hill mit dem Befehl, seine Truppen so schnell wie irgend möglich nach Sharpsburg zu bewegen. Die Tar Heels marschierten 17 Meilen und sahen, wie Burnsides 9. Korps seine Attacke gegen den Süden von Sharpsburg ausführte. Mit den erbeuteten Bundesuniformen überraschten sie die linke Flanke der Unionstruppen und schlugen sie in die Flucht, wobei die 18. North Carolina nicht in die Kämpfe eingreifen konnte, da sie am Ende der Kolonne stand. Während sie in Reserve gehalten wurden, waren die Männer North Carolinas für die Artillerie aber noch immer ein attraktives Ziel. Sie verloren 14 Soldaten durch Verwundung und 8 Männer starben durch den Beschuss. Nach Burnsides Rückzug endete der Kampf und beide Seiten konnten im Grunde keine Gewinne verzeichnen. Die 18. ist mit der M1842 Springfield Muskete, dem 1853 Enfield und M1855 Springfield Gewehr und deren Bajonetten ausgerüstet. Die M1842 Springfield Glattlaufmuskete kann mit 2 Arten Munition geladen werden. Einerseits mit der 17,5mm Rundkugel, geeignet für mittlere Distanzen, und andererseits mit der auf kürzere Distanzen zerstörerisch wirkenden Rundkugel mit Schrotladung. Die M1853 Enfield und M1855 Springfield Gewehre sind besonders für mittlere und große Distanzen geeignet und verschießen das 14,7mm Miniergeschoss.
Die 18. konnte Springfields neuester Produktion bei der Aufgabe der Garnison in Harpers Ferry erbeuten. Die Bloody 18s tragen die Standard North Carolina Konföderierten Uniform. Sie besteht aus grauen Jacken mit schwarzen Epauletten sowie braunen und grauen Hosen. Die Kopfbedeckung besteht aus grauen Cappies. In War of Rights bietet die 18. ebenso Zugang zu den hellblauen Uniformen der Columbus Guards, welche ab dem Sergeant's Pledge hier erhalten werden können. Die 18. trägt ihre Regimentsflagge als einzige Flagge in die Schlacht. Es handelt sich dabei um die North Carolina Staatsflagge mit der Bezeichnung der Einheit und den Jahreszahlen des Beitritts North Carolinas sowie des Austritts des Staates aus der Union. In War of Rights findest du die 18. North Carolina auf verschiedenen Karten auf Harpers Ferry, da sie an der Schlacht bei Antietam kaum beteiligt war. Also wofür entscheidest du dich? Wirst du dich den Tar Heels anschließen und den Unionisten zurücktreiben? Oder wirst du sie lehren, sich ihr Harz von den Füßen zu waschen?